Ja, hallo allerseits und guten Morgen heute am Sonntag, dem 3. Dezember 2023. Völkerwanderung in Pattaya heißt der Titel dieses Videos. Was hat das zu bedeuten? Jedermann, oder ich zumindest und vielleicht 3, 4, 5 andere auch, wissen aus der Schulzeit, dass so um 500 nach Christi in Europa auch eine Völkerwanderung war. Und ich bin gerade hier an diesem Punkt, wo man diesen wunderschönen Ausblick auf Pattaya hat, auf den Golf von Thailand, die Bucht von Pattaya, und bin quasi ja, durch eine Völkerwanderung gefahren. Dieser Punkt hier oben am Pattaya City Cafe hat sich dazu langsam entwickelt. Hier kommen die Leute her aus Bangkok. Da, dieses Mädel macht gerade Fotos von ihr, obwohl ihr Liebster einen halben Kilometer weg steht. Das ist immer das ganz Besondere bei den Motiven. Man muss hier schon dann aufpassen, wenn man hier den Berg hochfährt, dass man nicht diese fotowütigen Leute umfährt. So. Richtig gehen voll hier auf der Straße mit den Leuten. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen heute mit dem modernen Zeitalter zu tun. Die Leute finden solche Standorte dann auf Google Maps und dann marschieren die dahin. Ich habe öfter schon Leute gesehen, die rennen mit ihrem Handy, haben da ihr Maps und dann marschieren sie danach. Also man findet heute eben auch ganz spezielle Punkte, ganz schnell. Und dann geht das hier ab zum Foto machen. Ja, interessant. Aber dieser Platz ist natürlich auch prädestiniert dafür, zum Fotoschießen. Wir sehen hier schön dekoriert alles extra, so eine Fotospots. Und auch dort oben im Café selber ist es voll. Ich werde einfach mal fragen, wo die her sind. Where are you from? Bangkok? Okay. Come for, take photo here. Nice place, yeah. Thank you. Germany. Yeah. You too, bye bye. Ja, alle nett und freundlich. Und da kommen dann die nächsten schon wieder angewandert. Das ist übrigens, was hier zu sehen ist, diese Stele. Das ist ja so eine Art Denkmal oder was das gemacht ist. Von den Pattaya Rotarien, Pattaya Rotary International Peace City. Es wurde damals 2006, 23. Februar 2006 hier installiert. Dort sind auch die ganzen Namen des Komitees. Chairman vom Komitee war Niels Kolloff, den gibt es ja heute noch als besondere Person. Ja, das war wieder ein spontanes Video hier oben. Vom Pattaya Sign, vom Pattaya City Cafe. Das nächste VIP-Auto kommt hier vorgefahren. Das sind hier so diese besonderen Vents hier. Also dann, einen schönen Sonntag euch allen, wo immer ihr auch seid. Von der Völkerwanderung hier in Pattaya.